Hi. Heute muss ich einfach mal was loswerden. Und zwar möchte ich ansprechen, dass die halbe Welt quasi Angst vor Wespen hat. Und ihr seht ja, genau hinter mir ist ein relativ starkes Volk der deutschen Wespe. Geht da ein, geht da aus. Ich stehe keine 20 cm von denen mehr entfernt. Alles schimpft auf die Wespen. Okay, sie sind manchmal nervig, sie sind lästig, aber um Gottes Willen, sie sind nicht die Gefahr für uns. Ja? Nehmen wir jetzt mal Abstand von den Allergikern, die es in Deutschland gibt, und das ist auch schlimm, aber letztlich ist es kein Grund, um alle Wespen einfach auszulöschen. Und mir geht jetzt eins ganz besonders, und ich sage es jetzt ganz deutlich, das geht mir auf den Sack. Und zwar die freie Verkäuflichkeit von beschissenen Insektiziden, die sich Hinz und Kunz in weiß Gott welchem Alter im Discounter, im Baumarkt oder sonst irgendwo frei kaufen kann, um die Scheiße einfach irgendwo in die Welt zu pusten. Und das hatte jetzt folgenden Fall. Ich wurde jetzt aktuell zum Fall gerufen von einer Dame mit einem Wespennest im Rollokasten. Und ja, was hat man gemacht? Aus Unwissenheit und vielleicht ein Stück Idiotie ist die gute Dame in den Handel gegangen, ja, und hat sich das gekauft. Ich habe die Marke leider abkleben müssen, aber man soll zurück wissen. So, und die Dame hat das gekauft als Insektenmittel und hat das über Kopf zu Hause in den Rollladenkasten eingespritzt und hat von diesem Scheißdreck so viel Zeug eingeatmet, dass sie fast umgefallen ist und musste infolgedessen ärztlich behandelt werden. Ich weiß das, weil ich 2 Tage später bei ihr eben war, um das restliche Wespennest, was noch lebendig war, aus dem Rollladenkasten zu bergen. So, da sagt keine alte Sau etwas. Ja? Für Pflanzenschutzmittel gibt es eine Sachkunde. Ja? Jeder Landwirt, der draußen Pflanzenschutzmittel einsetzen muss, der muss sachkundig sein, um überhaupt diese Mittelchen verwenden zu dürfen. Und jeder Kleingärtner wird oder muss beraten werden im Baumarkt, der Pflanzenschutzmittel kaufen will und zu Hause anwenden will. Ob die Beratung durchgeführt wird, das lassen wir mal auch dahingestellt. Aber ich finde es zum Kotzen, dass die Politik es erlaubt, dass solche Insektizide, die definitiv, egal in welcher Konzentration sie hier angeboten werden, nichts, aber auch gar nichts für das gemeine Volk sind. Ich könnte kotzen. Kein Schwein kräht jetzt danach, warum diese ärztlichen Behandlungskosten zum Tragen gekommen sind und welche Gefahren hinter der Selbstanwendung unter den Versprechen von sichere Anwendung gegen Wespen, aus 4 Meter Entfernung ein Turbostrahl aussprühen gegen Wespen. Ey, fuck you, echt, ihr könnt kotzen, und ich werde mit aller Macht gegen das vorgehen, und ich werde irgendwann schaffen, dass ich die Politik dazu zwingen kann, dass man diesen Dreck aus den Baumärkten verbietet. Wir haben ausgebildete Fachleute, die nennen sich Schädlingsbekämpfer, die, wenn ihr das unbedingt wollt, ein Wespennest vernichten müsst, die ihr anrufen könnt, und dann zahlt er verdammt nochmal ein gutes Geld dafür. Aber der Scheißdreck kostet die Natur und die Umwelt und eure eigenen Gesundheit zu viel, als dass ihr das kaufen sollen dürft. So. Ende aus Nikolaus, 4 Minuten gequatscht für eine Scheiße, die nicht sein dürfte und in Deutschland frei verkäuflich ist. Und ich bin einfach fassungslos und enttäuscht. Und wer mitmachen will, der schreibt den Politikern Briefe, dass das verboten gehört. Handel hin, Handel her, das gehört nicht in die Regale, in Freiverkäuflichkeit und muss verboten werden. Ciao.